Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video geht es um das Past Perfect Progressive. Wir schauen uns an, wie diese Zeitform gebildet wird und wann man sie benutzt. Für das Past Perfect Progressive brauchst du die Kombination had been sowie den Infinitive, also die Grundform eines Verbes, plus das ing. Ein normaler Beispiel-Aussagesatz würde dann lauten: Luke had been searching for his phone for 2 hours before he found it under his bed. Auf Deutsch dann: Luke hatte 2 Stunden sein Handy gesucht, bevor er es unter seinem Bett fand. Das Gute am Past Perfect Progressive ist, dass es keine Sonderregelungen gibt. Unregelmäßige Verben sind egal und auch so etwas wie he, she, it, das, es muss mit, musst du nicht beachten, weil an had been und dem Infinitive plus ing nichts verändert werden kann. Auch wenn sie in dieser Zeitform nur selten benutzt werden, schauen wir uns kurz an, wie Verneinungen und Fragen gebildet werden. Bei Verneinungen wird einfach aus had ein hadn't. Das war's schon. Luke hadn't been searching for his phone. Luke hatte nicht sein Handy gesucht. Bei Fragen tauscht man einfach nur die Person am Anfang des Satzes mit had. Dann also: Had Luke been searching for his phone? Hatte Luke sein Handy gesucht? Einfach zu bilden ist das Past Perfect Progressive also. Aber wofür braucht man es überhaupt? Das Past Perfect Progressive benutzt du, um eine Handlung zu beschreiben, die in der Vergangenheit andauerte, bis ein neues Ereignis eingetreten ist. Die Betonung liegt dabei dann vor allem auf der Dauer der Handlung. Schauen wir uns dazu noch ein Beispiel an. Steve had been driving for 2 hours when he arrived at his destination. Auf Deutsch: Steve war 2 Stunden gefahren, als er am Ziel ankam. Das Past Perfect Progressive betont hier dann die Dauer der Handlung. Das Simple Past, also das when he arrived, dagegen betont, dass etwas Neues eintritt. Typische Signalwörter für das Past Perfect Progressive können zum Beispiel sein: for oder since, all day long oder the whole day, week, year, whatever. So zum Beispiel in: I had been cleaning my room all day long when my mom entered to applaud me. Wieder wird hier im Past Perfect Progressive die Dauer der Handlung betont, die dann durch eine neue Handlung, hier die applaudierende Mutter, abgebrochen wird. Das war's auch schon zum Past Perfect Progressive. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.